Hallo, liebe Blockos, liebe Wanderfreunde. Ihr wisst, wir machen zurzeit den AFOG mit Dorit. Und ja, ich wollte heute mal ein Video zu machen, auf jeden Fall zu dieser relativ schicken Snare Drum Figur. Ich mache das heute mal hier auf so einem Übungspad. Ich zeige euch erstmal das Endergebnis, wo es hingehen soll. Und dann noch ein paar Schritte, wie man da hinkommt und wie es auch erstmal möglich wäre, wenn man es noch nicht ganz so kompliziert spielen will. Ich mache erstmal an so eine flotte 95 und spiele euch mal vor, wo wir so hinwollen. Eins, zwei, drei und. Sowas soll es in der Art und Weise werden. Wir dröseln das jetzt mal auf. Ich mache als erstes mal das Tempo etwas langsamer. Ja, so eine 70. Spielt euch das mal in 70 nochmal so vor, wie es gerade war. Das ist jetzt auch schon der volle Groove. So wird er dann in der Endphase. Ich stelle euch jetzt mal ganz kurz vor, wie man den etwas leichter machen kann und drösel den dann nochmal auseinander. Ja, etwas leichter gespielt ist. Ihr seht da also schon, ich habe die erste wilde Figur erstmal rausgenommen. Ist aber auch möglich, dass diese Kernaussage, die ich jetzt gerade getroffen habe, so ist es auf jeden Fall auch erstmal spielbar. Das heißt, ich übe mit euch mal kurz den ersten Part. Der ist jeden Takt nur 1 und D. Ich mache es euch mal vor. 1, 2, 3 und 1 und D. 3, 4, 1 und D. 3, 4. 1 und D, 3, 4, 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 1 und D. Wir gehen jetzt mal in den zweiten Part und zwar, wie es nach der 2 weitergeht mit dem 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3 und vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, das 1, 2, das ist auf der 2e 32, 1, 2, 3e und das sind ja alle 16, 1, 2, 3e und die 4e und die 1, 2, 3e und die 4e und die 1, 2, 3e und die 4e und die 1. Ja, und ihr hört auch schon so ein bisschen die Betonung. Wir wollen also auf jeden Fall die 3e und die 4e und die, die wollen wir auf jeden Fall auch laut haben. 1, 2, 3e und die 4e und die 1, 2, 3e und die 4e und die 1. Na? Jetzt fehlt uns auch der erste Teil, den habe ich vorhin schon gespielt, das 1e und D, 3e und die 4e und die 1e und D, 3e und die 4e und D. Mal jetzt nochmal in Time. Machen wir noch ein bisschen langsamer das Ganze. 60, 60. Achtung, ein noch vor. 1, 2, 3 und 1 E und D, gelitte 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, gelitte 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, gelitte 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 3 E und D, 4 E und D.
Ja, so viel dazu. Erstmal viel Spaß. Bis bald. Ciao.